Die Krefeld-Pinguine sind auf den 5. Tabellenplatz vorgerückt. Nach der Länderspielpause hat das Team 6 Spiele in Folge gewonnen. Topscorer Boris Blank erklärt die Gründe des Aufschwungs. Wir haben in der Pause hart trainiert und wir haben jetzt gut 3 ausgeglichene Reihe, die jeder Tore schießen können. Und das ist sehr wichtig, dass also die ganze Arbeit auf alle verteilt wird. Und bei uns kann jeder Erfolg sein. Und wir haben, wie gesagt, 3 ausgeglichene Reihe und das macht zurzeit der Erfolg. Inzwischen seid ihr in der Tabelle auf den 5. Platz vorgerückt. Wie optimistisch bist du, dass die Piast diesmal auf dem direkten Weg erreichbar sind? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, denn wir müssen dranbleiben und so lange wie möglich da oben bleiben. Und da sieht man, dass alles nah beieinander ist. Und ja, wir probieren Spiel für Spiel konzentriert weitergehen und jedes Spiel zu gewinnen. Und dann schauen wir mal weiter. Für dich selber läuft es momentan auch richtig gut. Aktuell bist du 5. bester Scorer in der DEL. Hast du dir auch persönliche Ziele gesetzt? Na, Ziele nicht. Ich will jedes Spiel Mannschaft helfen. Ich gebe mein Bestes und manchmal klappt das, manchmal nicht. Und zurzeit läuft er und ich freue mich natürlich und ich will der Mannschaft helfen damit. Mit Neuverpflichtungen Adam Crochane habt ihr bisher noch gar nicht verloren. Habt ihr jetzt insgesamt mehr torgefährliche Angriffsreihen als vorher? Ja, auf jeden Fall. Der ist ein super Spieler, der ist schlau, der kann auch Tore schießen, der kann passen und der spielt gut, der liest ja gut das Spiel und schauen wir mal. Also der auf jeden Fall hat uns geholfen und wir sind da damit immer noch mehr gefährlicher. Als nächstes ist Hannover zu Gast im Königpalast. Ist eure Heimschwäche inzwischen endgültig abgehakt? Ja, wir haben da vorher auch nicht schlecht gespielt, nur mit einem Tor verloren. Immer jetzt spielen wir genau gleich, nur gewinnen mit einem Tor oder 2 Tore Unterschied. Und Hannover ist, der liegt uns gut an uns. Und wir probieren, wie gesagt, wir konzentrieren nächstes Spiel, Spiel für Spiel. Und dann probieren wir wieder am Freitag zu gewinnen zu Hause.